Yo guys, what's up? The Blue Gangster ist hier und ich will euch zeigen, wie man Tekken spielt von Anfang an, weil ich war mit einem Kumpel gerade in der Lobby. Da sind ein paar Leute mehr dazu gekommen und die drücken einfach nur drauf und das ist nicht gut. Ich bin kein Pro, ich gehöre zu den, sagen wir mal, wenn es von 1 bis 10 geht, bin ich bei 3, 3,5. So in der Art, aber ich kann wenigstens die Basics und genau das will ich euch zeigen. Ich habe es eigentlich schon für Tekken Tag Tournament 2 gemacht. Ich mache es extra nochmal für Tekken 7 und bitte shared dieses Video, bitte teilt es, bitte schickt es an alle Leute, die Tekken spielen, damit sie blicken, dass nicht einfach nur zwei Knöpfe gedrückt werden müssen, um ein Spiel zu gewinnen und fertig. Ja, das zieht nicht, das ist nicht Tekken. Kein Wunder, dass wir nicht so bekannt in der Szene sind und so. Also, ich will hier echt nicht angeben, ich sag euch von Anfang an, ich bin überhaupt kein Super Pro oder sowas. Aber ich will euch wenigstens die Basics näher bringen, weil, wenn ihr das schon mal wirklich hundertprozentig drauf habt, dann seid ihr locker besser als ich, weil ich vergesse ab und zu mal manche Sachen. Und damit könnt ihr es echt weit schaffen. Also, online wird unterteilt in mittlerweile, ich weiß es nicht, 36 Rängen. Ich könnte 15, vielleicht auch 16 schaffen. Und wenn ihr diese ganzen Basics drauf habt, dann kommt ihr locker, locker als Anfänger mit den kompletten Basics, wenn ihr die wirklich gut könnt, auf mindestens 8. Und das ist schon etwas. Weil diese ganzen Leute, die nur drücken und drücken und drücken, ja, die kann man alle in die Tonne kloppen. Also genug von der Hate. Jetzt weiter zur Erklärung. Und zwar, Tekken ist ein Spiel mit 60 FPS Frames per Second. Ja? Ich hoffe, das sagt euch was, wenn ihr Video Gamer seid. Ja? Und, ja, und hier wird in Frames gezählt. Das heißt, eine kleine Bewegung, 0,6, also eine Sekunde, 0,6 Frames, noch was. So, das ist die Geschwindigkeit, in der es angegeben wird. So, und in Tekken, ihr seht da oben die Livebar, ich habe sie extra ein bisschen geschmückt, weil sonst sieht es langweilig aus. Man hat insgesamt 180 Punkte Leben. 180 Punkte Leben. So, ich mache hier mal was. Nein, das war kein Combo. Ich mach so, das waren 5 Hit mit 53 Schaden. Ja, das heißt, ich müsste insgesamt viermal machen, damit das komplette Leben vom Gegner weg ist. Ja, weil viermal 50 noch was sind schon über 200, schon mehr als 180 tot. So, das ist so ganz normal. Dass meine Anzeige blinkt, das ist eine Sondereinstellung. Normalerweise sieht es aus wie bei denen da oben, der Katsuya heißt so. Und bevor wir hier irgendwas anfangen, irgendeinen Bullshit machen, Nummer 1, wählt euch einen Charakter aus. Und nein, ihr geht nicht in YouTube, ihr geht nicht ins Internet, ihr macht nicht sonst den Scheiß. Ihr geht zur Charakterauswahl, guckt euch den Typen an, könnt ein bisschen Story nachlesen, wenn ihr wollt, das geht noch. Aber es müsste so sein, von wegen: Ah, okay, der sieht cool aus oder der hat das oder weiß ich, den nehme ich, weil irgendwie gefällt mir den sein Style. So, deswegen nimmt man sich einen Charakter und wegen sonst nichts anderem, nur deswegen. Okay, dann hätten wir das. Dann habt ihr euren Charakter und es gibt Sachen, die werde ich euch jetzt in diesem ersten Part zeigen. Die könnt ihr mit jedem einzelnen Charakter machen. Ja, das ist charakterunabhängig jetzt. Was hier jetzt für den Anfang gezeigt wird, okay? So. Also wie gesagt, Leben 180, da ist das Bild, da ist euer Name oder der Name des Charakters, euer Charakter, Schadensanzeige, nichts Besonderes eigentlich. So. Und zwar ist es so, in Tekken, wie gesagt, Geschwindigkeit mit 60 FPS. Das könnte ich jetzt zwar noch detaillierter machen, aber wie gesagt, das ist ein Basic Tutorial. Zuerst kommen wir zu der Bewegung.
Wenn ihr die Bewegung drauf habt, dann habt ihr locker schon 75% des Spiels drauf. Es gibt nichts Wichtigeres als die Bewegung in diesem Spiel, ja? Wenn ihr die Bewegung nicht drauf habt, dann sind Attacken, Kombos, Würfe, alles was es gibt, völlig egal. Völlig egal. Wenn die Bewegung nicht stimmt, dann ist alles andere Bullshit. Ja? Okay. So. Und zwar gibt es das nach vorne laufen. Ihr seht, was ich da mache auf dem Controller. Ich muss es euch nicht extra zeigen. Deswegen habe ich meine Befehlsangabe da unten reingemacht. Ich halte einfach nach vorne. Das machen sehr viele Anfänger. Das macht man zwar, um den Gegner näher zu kommen, aber in einem richtigen Kampf benutzt man das null. Wirklich null. Weil es eine der schlechtesten Sachen ist, die man machen kann. Da bleibt man lieber stehen, weil man dann eher noch geschützt ist. Ja? So. Dann gibt es das nach hinten laufen. Das ist das automatische Schützen gegen Mid und High. Ich zeige euch gleich, was Mid und High ist. Dann gibt es nach unten, das ist das Ducken, womit ihr euch gegen Low Attack schützt. Es gibt High, Mid und Low Attacks. Und mit unten halten schützt ihr euch gegen Low Attacks. Mit hinten halten gegen Mid und High Attacks. Damit hättet ihr schon mal eure Defensive aufgebaut. Und genau deswegen ist Bewegung eigentlich das A und O in Tekken. Es gibt nichts Wichtigeres. Also nach hinten für Mid und Highs und nach unten für Lows. So verteidigt man sich. Und man geht nicht gleich drauf. Das Erste, was man macht, wenn man einen Kampf anfängt, ist sich zu verteidigen, weil man sich sowieso schon denken kann, wenn der Gegner nichts drauf hat, der haut doch eh nur drauf. Und da verteidige ich mich lieber, bevor ich irgendeinen Scheiß kassiere. Oder nicht, da ergibt doch Sinn. So, dann gibt es das Springen, indem man hochdrückt. Würde ich auch nicht empfehlen. Es gibt Situationen, bei denen man sowas benutzen kann. Ist aber sehr, 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 sehr selten in Tekken. So. Dann gibt es. Ne, bevor ich zu den Sidesteps komme. Oder doch, machen wir zuerst die Sidesteps. Man kann entweder nach unten drücken oder nach oben drücken. Das ist ein Seitenschritt. Wenn der Gegner mich jetzt normal angreifen würde, dann würde ich damit ausweichen. Wenn seine Attacke nur frontal geht, also nur geradeaus. Wenn er mehrere Attacken, wie zum Beispiel das hier, macht, dann ist die zweite bzw. die dritte Attacke davon verfolgt euch schon in eure Richtung. Das heißt, ihr könnt da nicht komplett sidesteppen. Im Idealfall macht ihr nicht nur einen Sidestep, wenn ihr wisst, welche Richtung ihr ausweichen sollt, sondern ihr macht einen Sidewalk und das ist, indem ihr kurz zweimal entweder nach oben oder nach unten drückt und die Taste dann festhält. Je nach Charakter des Gegners müsst ihr wissen, zu welcher Seite ihr am meisten gehen solltet, weil ihr dann schon wisst, okay, der greift meistens von rechts oder links an. So. Und gleich sage ich euch, wie ihr rausfinden könnt, warum rechts oder links. So. Dann gibt es noch das nach vorne crouchen, was man nur machen sollte, wenn man den Gegner abfangen will mit einer Low Attack, was ich euch später auch zeigen kann. Das hier, ein Down Back, würde ich euch in so einem Zustand im Normalfall, also wenn man nur das hier hält, den letzten Command, den ich drin habe, wenn ihr nur das hier hält, würde ich euch nicht empfehlen. Denn wenn ihr von unten blocken wollt und ihr drückt Down Back anstatt nur Down, also nach unten, ja, dann kann es sein, dass der Controller oder der Arcade Stick oder mit was auch immer ihr spielt, ja, das Down zuerst akzeptiert und schon seid ihr nicht mehr geschützt. Das ist ein Problem. Deswegen am sichersten immer nur Down. Also das hier davon, Down Back, würde ich euch abraten. Dann gibt es das nach hinten springen. Könnt ihr eigentlich vergessen und das nach vorne springen. Und diese Sachen macht ihr einfach, indem ihr zwei Seiten gleichzeitig drückt oder gedrückt hält. Also unten und vorne, unten und hinten, oben und hinten, oben und vorne. So.
Soll ich da weitermachen oder da weitermachen? Nee, ich mache jetzt da weiter, weil sonst wird mir das ein bisschen zu kompliziert. Und zwar erkläre ich euch die Teckenweise, wie man Attacken beschreibt. Entweder man geht in die Komboliste, Liste der Angriffe, und merkt sich alle Namen, alle Attacken. Oder man macht es so, es gibt ein besonderes Schema bei Tekken, eigentlich bei jedem Game. Nur bei Tekken ist es bei mir jetzt am meisten aufgefallen, und so habe ich es mir halt auch gemerkt, ist, dass es eine einheitliche Controller-Eingabe bzw. Arcade-Stick-Eingabe gibt für jede Art von Konsole, ob PC, ob Xbox, ob PlayStation, drauf geschissen. So. Und zwar in Englisch ist es. Aber es ist nicht kompliziert. Selbst wenn ihr keine Ahnung von Englisch habt, das hier ist sehr, sehr, sehr einfach. Und ihr versteht euch gleich mit jedem, der euch Attacken sozusagen als Hilfe gibt, mit dem ihr euch irgendwie, ja, wie geht denn die Attacke oder wie hast du das gemacht oder weiß ich. Die meisten Tekken-Leute sprechen in dieser Sprache. Und zwar nach vorne. Das, was ihr, ich mache nochmal von vorne. Das, was ihr seht, nach vorne. Das heißt auf Englisch forward, wird mit F abgekürzt, wegen forward erster Buchstabe F. Dann gibt es nach hinten, das ist back. Nach hinten, back, also B. Okay? F, B, forward, back. Ganz einfach. Dann gibt es für down D, down D. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, für hoch ab, also U. Ja? Forward, back, down, up. F, D. Jetzt sage ich schon falsch. Dankeschön. F, B, D, U. Ja? Eigentlich völlig einfach. Und wie nennt man jetzt sowas? Ja, ganz einfach. Man sagt zuerst das Vertikale und dann das Horizontale. Also bei dem hier wäre es down forward oder DF. Bei dem hier wäre es down back oder DB. Dann gibt es noch up back und up forward. So einfach ist es. Und wie ist es jetzt mit den Attacken hier? Das ist ganz einfach, weil es in der Reihenfolge ist. Ja, wie es hier ihr gerade sehen könnt, wie ich es gedrückt habe, das ist ganz einfach in der Reihenfolge. Und zwar, weil man mit Viereck, also oben links anfängt, ja, ist es die 1, also 1. Dreieck kommt als nächstes, also ist es 2. Dann kommt X, das ist 3. Und dann kommt Kreis, also 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Ganz einfach. Das heißt, wenn euch mal einer sagt, forward, forward 2 oder FF2 oder FF2, ist völlig egal. Ihr wisst schon, dass es das hier ist. Ja gut, ich drücke nur zweimal, aber der zeigt dreimal an. Ich kann es euch sogar zeigen. FF2, wo ist FF2? FF2 müsste eigentlich hier, da ist es. FF2. So. Genau. So. Dann noch zu, ja, gerade weil ich sie in der Liste gesehen habe, ihr habt hier alle möglichen Attacken. Und da erkläre ich euch kurz, was ist was. Rage Out und Rage Drive sind die Super-Attacken, zu denen kommen wir erst ganz zum Schluss, weil die sind gerade mal überhaupt nicht wichtig. Ja? Dann seht ihr hier 2, 3, nee, 1, 2, 3, 1, 2, 4, und jetzt denkt man sich, was ist denn dieses grüne Zeichen da mit dieser Spirale oder was das auch ist? Das ist ein neues System, das in Tekken 7 reingekommen ist, namens Tailspin. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das hier. Wenn der Gegner so Schraube macht und dann auf den Boden fällt, das nennt man Tailspin. Und die Moves, die dazu führen können, haben dieses Symbol hier, okay? Die haben dieses Symbol. Was für Symbole gibt es noch? Was gibt es noch? Hier nochmal Tailspin. Und hier dieses Blaue da, mit diesem Kreis hier. Also ich drücke vor und ihr könnt schon sehen, was es ungefähr heißt. Und zwar ist es ein Homing Move. Homing Move heißt, wenn der Gegner sidesteppt, dann trifft es trotzdem.
Ich kann mal gucken, ob wiederholte Aktion, alles Abwehr, zufällige Abwehr, springen, neutrale Abwehr, Nachahmen, wiederholte Aktion. Ah, der hat kein, ich mach mal so. Ich zeige euch mal einen Sidestep. Aufzeichnen. So, Aufnahme starten. Okay, Sidewalk. Gut, dann starten wir mal. Na komm, Sidestep. Ja, jetzt macht es. Seht ihr, hat nicht getroffen. Der muss halt anfangen, weil er timet's nicht, er macht es nur nach der Aufnahme. Und wenn ihr richtig Sidestep, wie ihr gerade gesehen habt, im richtigen Moment, dann trifft es nicht. Bei Homing Moves. Funktioniert nicht. Deswegen sind es Homing Moves. Die haben dieses blaue Symbol, was ich euch gerade gezeigt habe. Dafür sind die, dass man weiß, okay, den kann man nicht sidesteppen. Das ist dann also sozusagen eine gute Waffe. Was gibt es noch? Wenn sowas in Klammern dasteht, dann heißt es, man muss es sch so schnell wie möglich hintereinander drücken, beziehungsweise sliden. Also 4-3. Ich zeige euch mal auf dem Controller, wie ihr das macht. Anstatt 4-3 zu drücken, ja, ich weiß, sieht ein bisschen blöd aus, aber ihr müsst es gar nicht so richtig erkennen. Anstatt 4-3 zu drücken, ja. Ja. 4-3 zu drücken, die zwei, anstatt die einzeln zu drücken, was das in diesen Klammern bedeutet, heißt es so zu machen. Ja, direkt hintereinander. So, zack. Habt ihr das gesehen? Ich habe zwar noch andere Knöpfe dazu gedrückt, aber das ist völlig egal. So, zack. Ich habe es einfach sozusagen hintereinander weggeschoben, so geslidet nennt man sowas. Und genau das heißt es, wenn sowas hier in Klammern dasteht. So, jetzt denkt man sich, was ist das? Ganz einfach, es gibt 1, es gibt 2 und dann gibt es noch 1 plus 2. Das ist, wenn man zwei Knöpfe gleichzeitig drückt. Diese Kombo gibt es mit 1 plus 2, die gibt es auch mit 3 plus 4. Dann gibt es 1 plus 3, das ist ein, was war's, linker Throw und 2 plus 4, das ist der rechte Throw. Okay? Zu den Throws kommen wir aber später. So. Hier könnt ihr schon sehen. Früher war in Tekken Tag Tournament 2 war es andersrum. Hier ist es mittlerweile so, dass die weißen Pfeile heißen kurz drücken. Kurz drücken, okay? Wenn es schwarze Pfeile sind, heißt es gedrückt halten. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder Forward, Forward, Two nehmen, dann heißt es, beim zweiten Mal, wenn ich nach vorne drücke, muss ich die Taste festhalten, während ich dann Two drücke, ja? Gleichzeitig sozusagen, als wären vorne, also F und Two, eine Taste, eine einzige Taste. Also F, F2 zusammen. So kann man sich das denken. F, F2 zusammen. Nur schnell genug. Das ist die Reihenfolge. Okay, gibt es noch sonst was Besonderes? Hier, genau sowas. Dieser Stern bedeutet Neutral. Und Neutral heißt für eine Millisekunde, dass ihr gar nichts drückt. Einfach mal von den Richtungstasten weggehen. Einfach von den Richtungstasten weggehen, gar nichts drücken. Hier, habt ihr gesehen? Diese Lücke da, diese Lücke da, wo gar nichts steht, das ist der Stern. Das heißt es. Weil eigentlich, diesen Move, wie er so dasteht, ohne Lücke zu machen, ist nahezu unmöglich. Es gibt Situationen, bei denen man es machen kann, aber es ist auch total unnötig. Man braucht es gar nicht. So. So, okay. Dann Stances gibt es, 10 Hit Strings und Throws. Und dann wären wir eigentlich schon durch mit den Basics. So, Stances.
Stances. Stances hat nicht jeder Charakter. Manche haben zwei, manche vielleicht sogar mehr. Es hängt vom Charakter ab. Jin zum Beispiel hier hat eine Stance. Das ist die Metal Madness. Und bei ihm gibt es drei Wege, um in diese Stance zu kommen. Das ist sozusagen eine besondere Bewegung, indem ihr andere Möglichkeiten von Angriffen habt. Dann kriegt ihr sozusagen eine neue Liste für Angriffe. Die erste Möglichkeit für Jin in die Stance zu kommen, das steht alles in der Komboliste. Ich zeig's euch am besten gleich. Wo steht's? Weil da steht dann auch während bla bla bla. Das heißt dann immer die Stance. Während Metal Madness, da habt ihr es. So. Back One ist die erste Stance von Jin. Back One. Also es ist eigentlich die gleiche. Die erste Möglichkeit, in die Stance zu gehen. Die zweite ist Down One plus Two. Und dann hat er die Möglichkeit, nach besonderen Attacken in diese Stance zu kommen. Zum Beispiel Back Three Forward. Forward Four Forward. Oder Down Forward 3-3 Forward. Ich glaube, da gibt es noch eine andere. Ich komme aber gerade nicht drauf. Warte mal ganz kurz. Nein, keine geschrieben. So. Das hat jeder Charakter sozusagen unterschiedlich. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass es sowas gibt. So. Dann kommen wir jetzt mal zu den Throws. Und zwar, wie gesagt, linker Throw, One plus 3. Diese Throws haben die einheitliche Eigenschaft, dass sie den Gegner packen, aber dass der Gegner nach dem Throw auf der gleichen Seite bleibt. Macht ihr den Two-Throw, also 2 plus 4, wirft ihr den Gegner auf die andere Seite. Und das ist bei jedem Charakter gleich, bei jedem Einzelnen. Es ist überall gleich. Es gibt One plus 3, das ist der sogenannte One-Throw. Und es gibt 2 plus 4, der sogenannte Two-Throw. Okay? Das müsst ihr euch merken. Dann gibt es noch Special Throws. Die sind dann entweder mit One plus 2, 3 plus 4, One plus 4, aber ich glaube, Jin hat hier, oder hat er eigentlich, ich guck mal ganz kurz. Die stehen meistens fast ganz unten in der Kombo-Liste. Da ist er mit 2-3. Mit 1-4 scheint er keinen zu haben. Hier stehen alle. Das sind alle. Von jeder Seite. Das sind alle. So. Und wie gesagt, den 2-3-Throw. So. Ich kann den Gegner auch von der Seite schmeißen. Ich weiß aber nicht, ob das. Ich mach mal Wurfabwehr. Zu viele alles Abwehr in Hocke. Abwehr in der Hocke stehen und dann Abwehr im Stand. Neutrale Abwehr springt zu viele alles abwehren. Okay, mal gucken, ob er das abwehrt. Macht er nicht. Froze Block. Macht er nicht. Das ist aber komisch. Stand, Abwehr, Stand, stehen, Abwehr, Hocke. Abwehr in der Hocke, zufällige Abwehr, springen, neutrale Abwehr. Training wir das zwar nach aus. CPU wiederholte Aktion. Okay, will er nicht. Bodenspiel. Aufstehen. Okay. Gut. Also, ich kann von der Seite packen, egal ob von links oder rechts. Ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel blockbar ist. Es war so, aber von hinten ist es auf gar keinen Fall so eigentlich. Also damit seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn ihr den Gegner von hinten greifen wollt. Ihr müsst aber aufpassen, weil er ziemlich leicht kontern kann.
Okay, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie man diese Throws blockt. In Tekken Tag Tournament 2 war das nämlich viel, viel schwieriger. Wiederholte Aktion. So, aufzeichnen. Aufnahme starten. Okay. So. Abspielen. Ja. Wenn ich jetzt so mache. Macht er nicht. Gut. Also, wie ihr gerade sehen könnt, ich habe ihn geblockt. Und zwar ist es so bei normalen Throws, also One Throws oder Two Throws, dass ihr sie entweder mit 1 oder mit 2 blocken könnt. Jetzt probiere ich mal ein 2-3-Throw. Hoffentlich hat er einen. Hat er einen 2-3-Throw? Nein, hat er nicht. Gut. Ein 2-3-Throw müsste eigentlich entweder mit 2 oder 1 plus 2 geblockt werden. Aber 1 plus 2 wie 3 plus 4 Throws müssen mit 1 plus 2 geblockt werden. Da ist es nicht mehr 1 oder 2, sondern 1 plus 2. Also merkt euch, wenn ein normaler 1 oder 2 Throw kommt, entweder 1 oder 2, sollte es nicht so sein, dann ist es 1 plus 2. Und wie gesagt, das seht ihr, weil wenn ich von links packe, schaut euch mal Jin genauer an. Seht ihr, er geht mit der linken Hand, geht er hier linke Hand, geht er weiter nach vorne. Wenn ich einen Two-Throw mache, geht er mit der rechten Hand weiter nach vorne. Mit der hier. Seht ihr das? Mache ich ein One plus Two-Throw. Ja, also One und Two zusammen. Dann gehen beide gleich weit. Beide gehen gleich weit. Okay? So. So blockt man Throws. Und jetzt zeige ich euch nochmal von vorne. Hoffentlich habt ihr euch das gemerkt. Forward, nochmal. Forward, back, down. Up. 1, 2, 3, 4. Ich habe euch ja gesagt, es gibt High. Das steht sogar da drauf, wenn ihr das noch lesen könnt. High. Mid. Ja, das ist High. Mid, also Middle. Das ist auch noch Middle, okay. Und Low. Hier, da steht's Low. Hier steht Middle. Und hier steht High. Ja, diese drei Angriffsarten gibt es. So. Ich sag Katsuya jetzt, er soll zuerst High angreifen. Und dann Low. Okay. Jetzt lasse ich es abspielen. Ich halte nach hinten. Jetzt halte ich nach unten. Seht ihr das? Und jetzt halte ich nach unten. So. Würde ich wie die meisten nach vorne laufen, einfach nur. Seht ihr, was passiert? Alles geht durch. Alles. Halt drücke ich gar nichts. Blockt er zwar High, aber die Low geht trotzdem durch. So. Halte ich jetzt aber nach hinten. Trifft es High nicht. Und halte ich nach unten, trifft es Low nicht. Und jetzt seht ihr nochmal was anderes. Denn so kann man sich auch verteidigen. Wenn man sich duckt, was ja eigentlich total logisch ist, was die meisten aber trotzdem nicht wissen, weil sie es irgendwie nicht realistisch genug sehen. Wenn man sich duckt, dann treffen die High und die Mid-Attacken eigentlich dann auch nicht mehr. Obwohl Mid-Attacken könnten eigentlich noch treffen. Aber High geht daneben, weil es euch nicht trifft und gegen Low schützt ihr euch. Damit habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Es ist aber gefährlich, sich gegen Mids zu ducken.
Denn gerade aus Mids kommen, gerade die Mids sind die schlimmsten, die schwersten, die Attacken, die am meisten abnehmen. Deswegen müsst ihr wissen, müsst ihr eigentlich euren Charakter kennen. Ihr müsst die Attacken vom Gegner so ein bisschen kennen. Und ihr müsst sehen können, okay, greift ihr jetzt mit Low oder High an? Wie verteidige ich mich am besten? Scheißt aufs Angreifen, scheißt auf die Kombos. Bewegung und Verteidigung des A und O in diesem Spiel. Okay? So. Jetzt Katsuya, das reicht. So. Das sind eigentlich die totalen Basics. Die komplett totalen Basics. Wenn ihr das drauf habt, ja, dann könnt ihr euch eigentlich nicht mehr Tekken, Noob, Anfänger oder sonst was nennen. Weil die meisten kennen diese ganz, ganz simplen, einfachen Sachen nicht, die ich euch gerade gezeigt habe. Allein, dass ihr schon das wisst, ja, macht euch um ein Vielfaches besser als ein Tekken-Noob. Das ist, traurigerweise ist es so. Vor allem in Deutschland. Traurigerweise. So. Jetzt zeige ich euch noch kurz was anderes, was mit den Attacken zu tun hat. Und zwar gibt es normale 1, 2, 3, 4, was die Noobs spam als Einzelattacke, was aber überhaupt nichts bringt, weil würde ich jetzt die ganze Zeit hinten halten, würde nicht eins davon durchgehen. Es gibt hier nicht irgendwie was so von wegen, hau 10-mal auf meine Verteidigung und die ist durchbrochen oder so. Wenn ich mich entsprechend deiner Attacke, des Gegners Attacke schütze, dann ist es völlig egal, wie oft sie kommt, sie wird einfach immer und immer wieder geblockt. Da gibt es kein Limit. Es gibt da kein Limit. Okay? So. Es gibt die normalen Attacken. Und dann gibt es die Strings. Ein String ist eine Kette aus Angriffen. Eine Kette. Ja? Allein schon one two geslided. Wie ich euch davor gezeigt habe, 4-3 geslided. Hier, ich zeige es euch nochmal. Okay. Ich drücke sie so schnell zusammen, dass er mittendrin ein 3 plus 4 erkennt, obwohl ich es eigentlich gar nicht drücke. Aber würde ich es langsamer drücken, so dass wirklich nur. Ja, es funktioniert trotzdem. Gut. So. Strings erkennt ihr auch daran, wie bei mir jetzt gerade bei der Befehlsausgabe, dass diese Attacken meist direkt nebeneinander angezeigt werden. Ja? Wenn ihr sie so drückt, ja, dass da eine große Lücke dazwischen ist, dann ist es eine einzelne Attacke. Eine einzelne. Drückt ihr sie aber geslided oder einfach schnell zusammen, dann ist es ein String. Dann ist es nicht 1 und 2 und 4. Sondern es ist 1, 2, 4. Ja? Und das ist wiederum eine neue Attacke, ein neuer Angriff. Und es hat jeder einzelne Charakter. Jeder einzelne Charakter hat die normalen Bewegungen. Ja? Jeder einzelne Charakter hat 1, 2, 3, 4. Und jeder einzelne Charakter hat seine eigene Kombination aus Strings. Es gibt die normalen, die man instand machen kann. Ja, hier sind nur ein paar Beispiele. Und wie gesagt, die sind alle geslided. Oder es gibt auch solche Strings mit Verbindung von Richtungstasten. Und da können wirklich alle vorkommen. Geht die Befehlsliste durch, guckt euch die Attacken an, macht sie 10.000 Mal. Dass ihr wirklich alles verinnerlicht habt, so nicht mal 100 Moves hat ein Charakter und jetzt denkt man sich, Scheiße, 100 Moves, das ist gar nichts, das ist gar nichts, das ist gar nichts. Wenn ihr überlegt, die Leute, die auf Turnieren spielen, die kennen fast jede einzelne Attacke und ihre Eigenschaft auswendig von jedem Charakter. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, um die 30 plus Charaktere, jeder von denen ungefähr 100, könnt ihr euch schon ausmalen, wie viele Angriffe das sind? Dagegen von eurem Lieblingscharakter, den ihr euch ausgesucht habt,
die Move-List auswendig zu lernen, wo ihr nicht mal alle Attacken wissen müsst, weil da steht zum Beispiel 6-mal Throw drin in verschiedenen Weisen, was ihr euch nicht mal merken müsst, okay? Um die 80 Attacken nur selbst auswendig zu lernen, das ist wirklich keine Meisterleistung. Und es macht euch auf jeden Fall zu einem besseren Spieler und damit beherrscht ihr euren Charakter besser. So. Das wären eigentlich komplett die Basics. Falls ich was vergessen habe, mache ich das im nächsten Part wieder. Aber jetzt noch zu Besonderheiten. Jetzt noch zu Besonderheiten. Und zwar, weil ich euch gesagt habe, es gibt High, Mid und Low. Ihr blockt es entweder nach hinten, wenn es Mid und High sind, oder Down, wenn es Low sind, ja? Ich spreche jetzt in Tekken-Fachsprache und ihr müsstet mich mittlerweile verstehen, was ich meine, wenn ihr euch es von Anfang an angeguckt habt, weil da habe ich es euch gesagt, ich wiederhole es am besten nochmal. Vorne für Forward, also F. Back für hinten, also B. Für unten Down, also D. Und für Up, ja, für hoch Up, also U. Dann hier Viereck, Kreis in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Viereck und Dreieck zusammen sind 1 plus 2. Ja, 1 und 2 zusammen 1 plus 2. Und 3 und 4 zusammen sind 3 plus 4. Und den Rest könnt ihr euch denken. 1 throw mit 1 plus 3, 2 throw mit 2 plus 4. Und dann gibt es bei forward, back, down, up noch down forward, down back, up back und up forward. Zuerst das Vertikale und dann das Horizontale. So. Und jetzt, weil ihr euch ja denkt, standardsmäßig ist man ja immer im Stand. Ist man immer im Stand. Es gibt Attacken, die kann man ja High mit Low, wie ich euch gezeigt habe. Die Low sind meistens, wenn ihr Down seid und dann eine Attacke macht oder gleichzeitig drückt. Ja, Down vor oder also ja, Crouch vor. Das hier und genau das will ich euch erklären. Warum Crouch? Warum sagt er jetzt Crouch? Genau das will ich euch noch erklären, weil das gehört eigentlich auch noch zu den Basics. Das hier ist while standing, weil er steht. Einfach nur stehen. While standing. Das hier, weil ich geduckt bin, heißt while crouch. Ja? Wenn ich hier irgendwie solche Attacken mache, dann heißt es while crouching oder while crouch, weil ich geduckt bin, weil ich im Crouch bin. Stehe ich, dann ist es while standing, weil ich während dem Stehen Attacken mache. Dann gibt es noch Jumping-Attacken, weil ich gesprungen bin und eine Attacke gemacht habe. Dann gibt es Landing-Attacken. Hier seht ihr es gleich. Er ist drauf auf ihn drauf, weil er gelandet ist, heißt es Landing. Und dann gibt es noch was, das wird auch sehr oft benutzt, und zwar While Rising. Ja, das ist, wenn ihr geduckt seid, also gecroucht und dann loslässt, dann steht ihr sozusagen auf, ihr geht wieder hoch und deswegen while rising. Verstanden? Das heißt, wenn ich jetzt die Attacke hier mache, ich halte unten fest, also down halte ich fest, ich lasse down los und drücke währenddessen 2. Ja? Deswegen heißt diese Attacke nicht down neutral 2, also unten loslassen 2. Sondern while rising to, weil ich es während dem Aufstehen mache. Ja? Und es kann, das sind wirklich diese Basics, die wirklich jeder einzelne Charakter kann. Wirklich jeder einzelne in Tekken. Jeder einzelne Tekken-Charakter kann das. Das hier sind diese Basics. Und die hier, guckt euch das Video 10.000 Mal an, schreibt es euch auf, geht jetzt ins Training, probiert es selbst aus. Lernt genau das, was ich euch gerade gezeigt habe. Nur diese einfache Bullshit-Scheiße. Und ihr gehört nicht mehr zu diesem abgefuckten Fußvolk von Scrubs Online, die einfach nur online gehen, um anderen Spielern, die es schon schwer haben, ja, das Leben schwer zu machen. Und dann einfach nur hier so das hier drücken. Ja, so und so und so. Und mal mit vorne und dann mit hinten. Und dann mit schräg und weiß ich und boah, voll geil. Ja, das ist
wenn ihr so spielt, dann spielt's nicht, hört auf damit. Ja, das hat keinen Sinn. Ich verstehe es zwar, wenn euch das Spaß macht, ihr sollt da nicht aufhören, wenn es euch Spaß macht. Ich will euch da nicht irgendwie wegjagen oder so. Aber wenn ihr könnt doch nicht glauben, dass ihr damit online Erfolg haben werdet. Jetzt mal ernsthaft, ja? Als ob man ohne Erfahrung, ohne Training, ohne Fleiß und Preis in irgendein Spiel reingehen kann und einfach mal der King ist, ja? Wo gibt's so ein Spiel? Man muss in ein Spiel reingehen, man muss lernen, man muss vieles durchgehen, ja, man muss sich vieles aneignen, vieles auswendig lernen und dann hat man ein Game drauf. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Und genauso ist es in Tekken. Und Tekken ist halt sehr besonders, gerade weil es in 60 FPS Einteilung gerechnet wird, weil es hier ein 3D-Movement gibt, ja, mit Up und Down und sonst was, ja, und wirklich jeder Limb hier gezählt wird, links und rechts und beides. Genau deswegen ist es so komplex. Es gibt noch eine Stufe, die höher geht, die das Ganze noch komplizierter macht. Das sage ich euch dann aber in einem anderen Video, weil das hier sind wirklich nur die Basics. So, und zum Schluss, weil ich es von Anfang an gesagt habe, Rage Attack. Normalerweise sieht die Leiste so aus. Ich habe sie jetzt ein bisschen geschmückt mit dieser Regenbogenumrandung. Ja? Aber das normalerweise sieht es ohne Umrandung aus. Meins blinkt so komisch rot. Und zwar ist es die Rage, die sogenannte Rage. Das ist ein System in Tekken, das gibt es erst seit Tekken 6. Und zwar taucht die Rage auf. Ja, okay, so werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, doch, auf Counter. Ja, nochmal. Nochmal, fast hätte ich es geschafft. Okay, der kriegt keine Rage. Auch kann man hier sowieso sehen. In den älteren Games hat man das nicht gesehen. Ab Tekken 7 ist es so, dass es leichter zu erkennen ist. Und zwar seht ihr, das Leben von Kazuya ist anfangs gelb. Und dann wird es orange. Ab diesem Punkt, wo es orange wird, wird die Rage aktiviert. Die gibt es gar nicht so von Anfang an. Das gibt es nicht. Das kann man sich im Training so einstellen, wenn man mit Rage Combos üben will oder Attacken üben will. Aber im Normalfall, im normalen Kampf, ist es so, dass da gar nichts blinkt, sondern erst ab dem Punkt, wo euer Leben so, also wo ihr so viel Leben verloren habt, vor eurem Gelben, dass nur noch das Orange da ist. Dann habt ihr sozusagen eure Rage erreicht. So. Und wenn ihr das dann drauf habt, dann gibt es zwei neue Systeme in Tekken. Zwei neue Systeme. Und zwar ist das erste, das sind die ersten zwei Sachen, die in der Comment List stehen. Das erste ist die Rage Art. Das ist sozusagen der Finishing Move als Packer. Ich zeige es euch mal hier. Ja. Das ist die sogenannte Rage Art. Es ist ein Move, den kann man ausweichen, den kann man blocken, da kann man sonst was damit machen, aber wenn er trifft, dann nimmt er viel ab. Und das Ding ist, man kann ihn nur in der Rage machen und sobald man ihn gemacht hat, also sobald man ihn ausgeführt hat, ob er getroffen hat oder nicht, eure Rage ist weg. Was ein sehr großer Nachteil ist, denn in Rage nehmt ihr viel mehr ab, nehmt eure Angriffe, Attacken, eure Packer, alles nimmt viel mehr ab, als wenn ihr keine Rage habt. Ja? Deswegen überlegt euch gut, wann und ob ihr diese Attacke einsetzt. Ein großes Plus dabei ist, dass je weniger Leben ihr habt, desto mehr ne nehmen diese Rage-Attacken ab. Das hier, mal gucken, wie viel er abnimmt. So, 57. 57. Das ist die schwächste Version dieses Angriffs. Würde ich jetzt, oder probieren wir es doch einfach mal aus. Probieren wir es doch einfach mal aus. So, nicht festgelegt, so aufzeichnen. Mal gucken, ob das nach einem 10-Hit-String funktioniert. Okay, schließen.
starten. Nochmal. Nein, ich muss selbst in Rage sein. Gut, dann hätten wir das damit auch geklärt. Also, sobald ihr dann in dem... Nein, Katsuya. Sobald ihr dann im Rage selbst seid, das zählt bei Jin nicht, weil er von Anfang an in Rage ist. Es ist so ab den orangenen Bereich. Ja, ich habe es jetzt extra deswegen nochmal getestet. Ab dem orangenen Bereich. Ich kann es hier leider jetzt nicht testen, weil im Training wird die Lebensanzeige leider wieder automatisch gefüllt. So. Ab den orangenen Bereich. Je weniger Leben ihr habt, desto mehr nimmt eure Rage Attack ab. Genauso euer Rage Assault. Der Rage Assault ist genau wie die Rage Attack ein Move, der nur einmal in eurer Rage verfügbar ist, wo danach, ob er trifft oder nicht, die Rage selbst weg ist. Und je weniger Leben ihr habt, desto mehr nimmt er ab den orangenen Bereich. Und die sieht so aus. So, ich zeige es euch jetzt nochmal hier so. Na, verkackt. So. 4 Red 75. Das war der Rage Drive. Warum Rage Drive? Weil es kein Packer ist, weil es nicht eine Attacke ist, die treffen muss, damit alles danach automatisch verläuft, sondern ihr müsst alles selbst drücken. Jede einzelne Attacke davon. Ja, das sind zwei Angriffe, eine Stance, ein Kick und nochmal eine Faust. So, der Vorteil dabei ist, ihr könnt abbrechen, wann und wie ihr wollt. Falls ihr seht, okay, da bringen nur die ersten zwei Attacken was oder der ist irgendwie gegen der Wand oder so, dann mache ich lieber nicht weiter. Aber Vorteil von beiden ist, ich zeige es euch jetzt mal, wenn ihr wisst, wie, habt ihr das gesehen? Wenn ihr wisst, wie, dann könnt ihr eure Rage Attacks und Rage Drives in einem Combo, also mit einem Combo kombinieren, so komisch das sich anhört. Das Problem dabei ist, je größer der Combo vor dem Rage Drive oder Rage Attack ist, desto weniger nimmt diese Attacke ab. Im Optimalfall benutzt man gar kein Combo oder macht gar keine Attacke davor, sondern man macht es direkt von 0 auf 100, natürlich im richtigen Moment. Ich kann euch hier nochmal ein Beispiel geben. So, 80, ja, 80. Und das hier 75. Das sind nur 5 plus, nur 5 Damage plus, obwohl diese Attacke an sich 29 abnimmt. Ja? Und normalerweise denkt man sich, 9 und warte, wie viel war das jetzt? Ich glaube 75, richtig? Ja, müsste 75 gewesen sein. Und ich drück's wieder falsch. So, 75 plus 29, das wären ja eigentlich 104. Ja, und wie viel hat das jetzt abgenommen hier? Ja, ich war zu langsam. Na komm. Meine EWGF will nicht. So, 80. Wo sind die restlichen 24 hin? So. Wenn ihr Kombos machen wollt, und das gehört noch zu den Basics, deswegen sage ich zu euch nicht einfach nur 1, 2, 3, 4 und fertig. Wenn ihr richtige Kombos machen wollt, je mehr ihr in einem Combo macht, desto weniger nimmt er ab als eigentlich im Stand. Deswegen müsst ihr auch wissen, welche Strings, welche Combos und welche Wild Standing bzw. Ducking oder Wild Rising Attacken in welchem Moment am besten sind und am meisten abnehmen. Das gebe ich euch so mit, weil das könnte jetzt noch komplizierter werden, das hebe ich mir aber für den nächsten Part auf, weil dann kümmern wir uns mehr um die eigentlichen Angriff, Verteidigung
egal in was für einer Position, selbst wenn man auf dem Boden liegt, ja? Das kommt als nächstes. Also wie gesagt, nehmt euch diesen Part, schreibt von mir aus das Wichtigste auf, ist egal, shared es mit jedem, der nur ansatzweise was mit Tekken zu tun hat und bitte lernt es, weil ich habe sowas von, ganz ehrlich, ich würde lieber 100 Mal gegen jemanden verlieren, wo ich wirklich sehe, dass er 1000 Mal besser ist als ich. Lieber würde ich mich 1000 Mal von dem fertig machen lassen und mir irgendwelche dummen Sprüche von dem anhören lassen. Ja, lieber das, anstatt dass ich gegen einen spiele, der so spielt und ich gewinne 1000 Mal gegen ihn, weil so habe ich keinen Bock auf das Spiel. So macht mir einfach keinen Spaß, so lohnt sich das nicht. Und genau davon will ich euch abhalten und genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und ich hoffe, das hilft euch weiter. Bitte guckt es euch an, bitte teilt es, bitte gibt es jeden mit, der auch nur ansatzweise Tekken spielt, damit er wenigstens die Basics drauf hat. Und wir sehen uns damit im nächsten Video, wenn es dann ein bisschen kompliziert wird. Das war's im Endeffekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lernt was draus. Ich bin raus. Blue Gangs is out. Peace YouTube World.